Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, lang, lang ist's her. Es geht wieder los. Yay, ich hab wieder Zeit fürs Aufnehmen. Wuhu. Hashtag Feierbar oder so ein Käse. Ja. Wahuta, stimmt ja. Da waren wir ja. Ich erinnere mich. Genau, willkommen zurück. Ich habe. Ja, was. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Genau, ich fange einfach mal damit an, weswegen sozusagen. Was ja immer in Breath of the Wild war, nämlich meine Meinung zu den neuesten The Originals-Folgen. Heißt also, nächste Woche wird auch erstmal wieder schön aufgenommen. Und ja. Hui. Ja, ich muss mich wieder an die Stirn gewöhnen. Genau. Auf B wird gerannt. So. Hier kleinen Ziggis. Ich hab den Heilerschild, cool. Ah, ich hab noch nicht. Ja. Genau, inzwischen habe ich zum ersten Mal geschafft in meinem Hauptaccount. Hier bei der Testaufnahme, die ich vorher ja mal mache. Zack. Hui, jupp. Ich mache hier vorher immer eine Testaufnahme. Bei dieser. Um zu überprüfen, ob die Aufnahme. Auch nicht irgendwie beschädigt ist, weil es ja damit immer ein paar Problemchen gab. Ich brauche mehr Pfeile. So, zack. Hüpp. Ja, ja, das geht schon. Zack, so. Und hi. Seekerstein erkannt. Karte wird aktualisiert. Ja, die fünfte und finale Staffel von The Originals ist angelaufen. Was habe ich ja letztes Jahr auch so gemacht? Die Tarnsteuerung haben wir erhalten. Ja, sehr schön. Du hast nun Zugriff auf die Steuerung des Titanen. Oh, du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Sieh sie dir gut an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Varuta regeln. Um Ruta zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Viel Glück. Ja, genau. Ich gucke die in letzter Zeit immer live bei The CW. Ist natürlich aufgrund der Zeitumstände ein bisschen kontraproduktiv. Deswegen bin ich jetzt auch ziemlich fertig, denn vor gut 10 Stunden ist die Folge erschienen. Seekerstein erkannt. Vier Kontrollsiegel musst du noch lösen. Gib nicht auf. Genau, damit haben wir jetzt erstmal ein Kontrollsiegel gelöst. Ja, das war jetzt die dritte Folge, die lief. Und das ist der Bossraum. Das war die dritte Folge der fünften Staffel. Ich werde jetzt erstmal so über meinen Gesamteindruck von der fünften Staffel bisher reden. Und ja. Also ich muss erstmal ganz, ganz dickes Kompliment an die Hauptdarstellerin. Sie bringt Hope tatsächlich ziemlich akkurat rüber, also zumindest meiner Meinung nach so. So würde für mich vermutlich Hope nicht nur aussehen, sondern auch vermutlich reagieren.
und Popes Schulfreunde und dergleichen mit in die Serie einzubauen. Ist keine schlechte Idee. Bringt ein bisschen frischen Wind in die Serie, vor allem aber bereitet das so ein bisschen das Spin-off vor, dass sich ja um Hope und ihr Schulleben drehen wird, wenn ich es richtig verstanden habe. Und damit geht die fünfte Staffel gleichzeitig als Finale für die Urfamilie und so ein bisschen auch als mein Leutschwert zerbricht gleich. Bums, kaputt. Ja, mit dem Wächterschwert. Damit geht es ein bisschen als Finale für die Urfamilie natürlich. Und aber vor allem auch ganz wichtig als Aufsetzer für Hopes eigenes Spin-off, was ja die Geschichte noch so ein bisschen weiterführen wird, so von wegen Jahre später mäßig. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Ich muss mich gerade mal wieder ein bisschen an das Titanrätsel erinnern. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich das gelöst habe hier. Das Titanrätsel. Ah, du musst in die andere Richtung. Musst du natürlich. Verstehe, man muss dann Mechanismus aktivieren. Ich probiere es erstmal, den Mechanismus irgendwie zu verändern, indem ich das mache. Hilft vielleicht? Ja, das hilft tatsächlich. Yep. Probieren wir es mal so. Genau. Dreht sich das Ding nämlich. Und wartet mal, ich glaube mit dem Stasis-Modul. Okay, können wir es nicht anhalten. Dann falschen Knopf gedrückt. Ups. Machen wir mal das hier. Dann dürfte sich das nämlich gleich aufhören zu drehen. Jawohl, genau. Pfeile, muss ich halt Elektropfeile verschwenden. Oh, mir ist gerade noch eine bessere Lösung dafür eingefallen. So, dafür gibt es erstmal eine Truhe, das ist schon mal ganz gut. So, jetzt irgendwas ist aktiviert. Das klingt schon mal ziemlich gut. So. Da hoch muss man auch irgendwie können. Naja, ich sollte nicht abschweifen, genau. Ja, bisher finde ich die Staffel, vor allem wie man das Verhältnis zwischen Hope und Nick darstellt, also Niklaus, wirklich sehr interessant. Zack, so. Finde ich tatsächlich sehr interessant. Ist sehr gut. Das ist vermutlich so. Ja, ist auf jeden Fall ist bisher sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit der Staffel bisher. Was ich so ein bisschen kritisch finde, ist die Art und Weise, wie sie die Charaktere so ein bisschen, so ein paar Charaktere in einer Folge immer rausnehmen. Und dafür andere dann einfügen. Ja. Das ist so ein bisschen, finde ich immer so ein bisschen kritisch. Jetzt in der neuesten Folge von gestern ist Hope zum Beispiel gar nicht dabei gewesen.
Ja, das nur als Beispiel zum, so. Und was auch immer du aktivierst, ich weiß es nicht. Das ist kacke. Oh, wartet mal. Ich glaube, ich hab da was. Zack, mach das mal. Ich mach das mal. Ja, hatte ich mir fast gedacht. Hatte ich mir fast gedacht. Hatte ich mir wirklich fast gedacht. Reinkommen. Schickerstein erkannt. Noch 3 Kontrollsiegel. Du schaffst das. Ich weiß, dass du es schaffst. Ah, okay, jetzt bleibt es auch sehr gut. An dieser Stelle muss ich nochmal sagen, Mann, das Spiel sieht verdammt gut aus. Und ja. Zurück zu The Originals. Ja, ich muss echt sagen, es ist mir etwa eine unglaubliche Freude. Ach, guck mal einer an, du bist ja falsch herum, dann bleiben wir doch erstmal ein bisschen bei dir. Oh, zack. Du wirst runterfallen irgendwann, dann wirst du nämlich angehalten. Das andere anfängt zu rutschen. Jawohl. Ein antiker Reaktorkern. Zack. Damit hätten wir das auch geschafft. Wir machen das mal wieder so hin. Sehr gut dargestellt. Was ich bereits weiß, was es geben wird, ist, dass es ein, meines Wissens nach, ein Gastauftritt von, verdammt, jetzt weiß ich gerade den Schauspieler nicht, von Michael geben wird in der Serie. Und da freue ich mich auch schon riesig drauf. Weil es bei Nick einfach nochmal. Es wird einfach nochmal so unglaublich wichtig sein für das Verhältnis zwischen Niklaus und Hope, was ja ein zentraler Aspekt der Serie ist. Feuerpfeile, cool. Ja, aufsteigen, zack. War wichtig, dass wir hier das aktiviert haben, denn so kommen wir auch hier ran. Eine Ritterhellebarde. So, warte mal, da ist doch. Genau da unten ist noch ein Siegel. Ha! Was, so kommt man da nicht rauf. Nee. Schattet. Ja, genau, da unten drin ist es. Dazu muss ich das Ding da irgendwie gestoppt kriegen. Genau. Sobald es. Ich weiß, was ich machen muss. Ich hab's kapiert. Cool. Ich meine, okay, das ist auch für Leute gedacht, die ein bisschen jünger sind als ich. Ja, aber. Zack, lösen wir erstmal das Siegel. Ja. Schickerstein erkannt. Es
sind noch 2 Kontrollsiegel übrig. Nur noch ein bisschen. Ja, wo waren wir? Genau. Ja, wenn ich möchte, wird es auch einen Gastauftritt von Leah Pipes geben. Sozusagen als Camille. Ja, als Camille Conne. Die ja nach 2,5 Staffeln endlich mit Nick zusammengekommen ist. Und dann direkt, naja, sagen wir mal, ausgestiegen ist aus der Serie. Und das ist ein bisschen schade. So, wir machen jetzt mal das hier. Ich liebe und hasse dieses Rätsel zugleich. Zack. Huch. Was machst du? Nein, nein, das ist ganz, ganz falsch. So. Eine antike Achse. Hi, du da. Sei ein braves, komisches, fliegendes Kopfding und komm her. Ja, ich dachte schon, dass man das nicht bekommt. Genau, jetzt wird nämlich... das hier gemacht. Zack. So. So. Jetzt muss ich nur noch einen Weg da raussuchen. Ich glaube aber, den habe ich schon längst gefunden. Hui. Ja. Genau. Und also ich freue mich riesig. Es wird vermutlich sehr, sehr cool. Und was ich davon halte, dass sie Elijah jetzt so ein bisschen, also in der aktuellen Folge, für diejenigen, die es nicht wissen, die es nicht gesehen haben. Das. Es wird vermutlich die Folge erst ein bisschen später erscheinen, weil ich noch viel mehr Skyrim-Folgen auf Lager habe, als jetzt Breath of the Wild-Folgen und Assassin's Creed werde ich morgen oder heute auch noch aufnehmen. Ja, also... Chapeau. Genau, zack. Das wollte ich machen. Das wäre die Truhe. Ein silberner Rubin. Ja, besser als nix. So. Und ja, jetzt gibt's noch einen Weg, den ich noch nicht vollständig ausprobiert habe. Dafür holen wir uns erstmal die Truhe da unten. Das ist eins der wenigen Zelda-Spiele, in denen Link nicht tauchen kann. Ich glaube schon. So, gut, die Frage ist jetzt, wie kommt man da hoch? Hier hat man leider keinen Enterhaken. Und, jo. Da bin ich jetzt leider ein bisschen befragt. Habe ich eine Idee? Ich glaube, ich habe eine Idee. Zack.
richtige, zack. Machen wir mal weiter damit. Ja, während ich rede, kann ich auch weiter erzählen. Genau. Ich halte das nicht. Also die Art und Weise, wie er seinen Charakter, die Charakterentwicklung, nachdem er sein Gedächtnis verloren hat, bin ich super zufrieden mit. Ja, aber. Verdammt, wie komme ich da hoch? Ernsthaft. Komm schon, Spiel, gib mir irgendwas. Durch aufsteigen. Nee, wäre auch zu schön gewesen. Ja, ich weiß, was zu tun ist. Ich hab's mal wieder kapiert, hoffentlich. Ja, genau. Also ich weiß davon eins, ich mag Elijah, ja, und finde, er ist einfach ein so wichtiger Teil der Serie, ist, dass man ihn einfach so rausschreiben könnte. Ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie mit der Idee nicht so richtig anfreunden. Er ist jetzt nicht vollkommen raus aus der Serie. Und Hopes Verhältnis zu Marcel finde ich auch super. Passt zu dem, was sie bereits versucht haben in Staffel 4 zu etablieren. Dass Marcel absolut auf Hopes Seite ist und genau wie die Urvampire alles tun würde, um sie zu schützen. Ich passt super zusammen und ist auch echt gut gemacht immer noch. So, zack, jawohl, jetzt haben wir es, glaube ich. Zack. Schiekerstein erkannt. Noch ein Kontrollsiegel. Dann hast du es geschafft. Jo, das ist cool. Zack, wo ist denn hier der komische Augentyp, der dazu gehört? Ist der etwa da drüben? Ich glaube schon. Ich glaube, ich will mal hier genau den Ishin-Bogen aus. Der ist dafür, glaube ich, einfach besser gedacht. Ja, ich hatte recht. Das auch gehört zu der Truhe. 10 Eispfeiler. So. Yep.
Also bisher echt super. Für diejenigen, die die Story jetzt noch nicht verstanden haben. Es fing eigentlich alles nur damit an, dass Hope Mist gebaut hat. In der Schule. Und diesen Mist, den sie gebaut hat, hat sie dann ausgenutzt, um ihren Vater in die Stadt zu locken. Nach New Orleans. Denn sie hat einen Zauber benutzt. Denn sie hat, ja, ihr Hybridenblut genutzt, um... Schade, ich jetzt ein... Das hätte ich erwartet. Ja, zack, hier. Dann gibt's den Bosskampf im nächsten Video. Dann rede ich jetzt noch ein bisschen zu Ende drüber. Schickerstein erkannt. Du hast alle Kontrollsiegel gelöst. Jetzt musst du nur noch die Steuerungseinheit aktivieren. Der große leuchtende Punkt auf deiner Karte. Da musst du hin. Aber bleib wachsam. Ja, genau. Was wollte ich jetzt noch? Genau. Ich bin ein bisschen durcheinander. Finde ich wirklich der, ja, so. Das, ja, genau, wo war ich? Sie benutzt halt ihr Hybridenblut, oder das Tribriden, das ist ja einzigartig, um einen ihrer Mitschüler, einen Werwolf, der das unbedingt will, zu ihrem Sire zu machen. Durch die Erschaffungsbindung, sie erschafft ihn halt, ist er dazu gezwungen, alles zu machen, was sie sagt. Das nutzt sie halt, um ihre Mutter mithilfe von einem Zauber einzusperren. Und als sozusagen, damit sie jetzt vermisst gilt, da das lockt natürlich ihren Vater in die Stadt. Denn, hey, was soll man sonst machen, um den Vater in die Stadt zu kriegen? Denn Hope ist der Fluch scheißegal, der vermutlich sie und ihre gesamte Umwelt zerstören könnte. Sie will einfach nur ein bisschen Vater-Tochter-Zeit verbringen. Das fand Klaus aber gar nicht so schön. Und dann entdecken sie, dass Hope den Zauber, den sie genutzt hat, um Haley eingesperrt zu haben, irgendwie nicht ganz so super hingekriegt hat. Weswegen Haley jetzt verschwunden ist. Genau, und im Zuge dessen wird A, der Mitschüler, den Hope erschaffen hat und der ihr dann gedient hat und ihr geholfen hat, halt seine Mutter, ihre Mutter zu verstecken, der wird getötet. Am Ende der zweiten Folge und im Zuge dessen, weil Haley verschwunden ist und alles drunter und drüber geht, braucht Niklaus seinen Bruder. Er braucht Elijah und deswegen zieht er los, um Elijah zu rekrutieren in der dritten Folge und er scheint zu scheitern und dann macht Elijah was unglaublich Dummes. Ja, damit endet die Folge und jetzt, ja, bin ich so ein bisschen dazu veranlasst zu denken, dass sie Elijah aus der Serie rausgeschrieben haben damit. Aber es könnte natürlich auch sein, dass sie das irgendwie nutzen und dass Elijah dadurch, dass er sowas ziemlich Dummes gemacht hat, jetzt sein Gedächtnis zurückbekommt. Was natürlich super zu The Originals passen würde und den ständigen Plot-Twists, die es da gibt. Ist denn hier mein Master Schwert, genau. Ist hier im Dungeon nämlich aufgeladen, da muss ich nicht vorher die Prüfung bestanden haben, dass es so super krass drauf ist. Damit wird dann der Boss bekämpft. Vorher wird vielleicht noch ein bisschen gemampft. Der Schmorbraten hier, der wird wohl reichen. So, zack, für den Bosskampf erstmal hier. Wohl einfach mal das Kletterkopftuch anbehalten. Ja. Genau. Also, ich freue mich schon wahnsinnig drauf auf die nächste Folge von The Originals, die nächste Woche kommt. Es kann sein, dass ich nächste Woche ein bisschen unpünktlich aufnehme oder nur diese eine The Originals Folge aufnehmen werde. Denn mein Vater hat Geburtstag und es ist eine große Feier an dem
Wochentag, denn, den ich mir jetzt sozusagen fürs Aufnehmen rausgekramt habe. So, keine Ahnung. Ja. Wir werden mal gucken. Ich würde sagen, ich würde dann an dieser Stelle sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss!